Kritik an Fördermitteln. Wie der Spiegel berichtet, erhält der Verein Prolausitzer Braunkohle 40.000 Euro an Fördermitteln vom Land. Das Geld sei für ein Diskussionsprojekt an Schulen gedacht, bei dem sich Jugendliche über Vor- und Nachteile der Braunkohle unterhalten. Der Spiegel zitierte am Mittwoch jedoch Textzeilen auf der Internetseite des Vereins, die den Klimawandel in Frage stellten. Die entsprechenden Zeilen sind mittlerweile entfernt worden. Der Verein räumte ein, dass sie zu Missverständnissen führen könnten. Dass es einen menschgemachten Klimawandel gibt, leugne man nicht. Polen baut Wildschweinzaun. Laut Informationen des RBB wurde in Polen ein Zaun errichtet, der die Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest ausbremsen soll. Er sei knapp 120 Kilometer lang und stehe 150 Kilometer vor der deutschen Grenze. Der Deutsche Jagdverband halte die Maßnahme jedoch für nutzlos. Erst am Dienstag wurde 40 Kilometer von Forst entfernt ein infizierter Wildschweinkadaver gefunden. IHK verzeichnet schlechtere Stimmung. Die Industrie- und Handelskammern aus Cottbus und Dresden haben Lausitzer Unternehmen nach ihren Erwartungen für die nächsten Monate befragt. Die sieht derzeit eher skeptisch aus. Jedes vierte Unternehmen gehe von einer schlechteren Geschäftslage im nächsten Jahr aus. Gründe dafür seien der Fachkräftemangel, eine gesunkene Inlandsnachfrage sowie die aktuelle Wirtschaftspolitik. 700 Unternehmen haben sich an der Befragung beteiligt.